Hi Simon, freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Und zwar stell dich doch einmal vor, was machst du und was hast du bisher studiert? Ja, also ich bin Simon Schmid, habe 3 Jahre lang dual Wirtschaftsinformatik Data Science studiert bei HPE. Da arbeite ich jetzt auch noch als Category Manager. Das ist sozusagen die Binderolle zwischen dem weltweiten Produktmanagement unserer Vertriebs- und Partnerorganisation in Deutschland. Und was sind so deine konkreten To-Dos in deiner aktuellen Jobrolle? Also was hast du da so, was fällt da so tagtäglich an? Ja, also hauptsächlich die Kommunikation von neuen Portfolio-Updates, gegebenenfalls Abkündigungen von irgendwelchen Produkten oder dann aber auch Enablement von einfach neuen Features, Promos erstellen, wie Produkte besser verkauft werden können und so alles. Gab es bisher eine große Herausforderung, die du dich stellen musstest? Jein. Es kommt sehr viel Feedback eben von unseren Vertrieblern, von den Partnervertrieblern zurück, dass sie einfach Features, Funktionen am besten gestern gebraucht hätten, und am besten zum halben Preis. Und wie reagierst du dann darauf? Jein. Was sehr geholfen hat, war jetzt wirklich die Vorlesung Software Management. Auch wenn es bei mir eher in die Hardware-Richtung gibt, aber auf der Hardware läuft natürlich dann auch Software, die agil weiterentwickelt wird. Und durch die Vorlesung habe ich einfach ein besseres Verständnis bekommen, was unsere Entwicklung und das Produktmanagement in Amerika macht, und kann es dadurch einfach besser hier kommunizieren, dass manche Features einfach länger brauchen, dass manche Features einfach weiter hinten auf der Roadmap stehen, dass ja nur eine kleine Kundengruppe gibt und es einfach wichtigere Features gibt für andere. Auch wenn jetzt für diesen einen Kunden dieses eine Feature unglaublich wichtig ist, für uns als gesamte Entwicklung gibt es dann aber halt doch noch mal wichtigere Features. Und siehst du irgendwelche Trends sich abzeichnen in der Zukunft, wo uns unser Studium hilft, dass wir die annehmen können in der beruflichen Welt? Ja, also ich habe viel mit den, ja, IT-Lern dann beim Kunden, bekomme ich viel Feedback, dass sie einfach dieses klassische Management von ihren Rechenzentren nicht mehr bewältigen können, weil es einfach zu viel Aufwand war und wir einfach einen großen Fachkräftemangel haben. Und da, was wir jetzt auch bei HPE angefangen haben und auf dem Weg sind, es weiterzuentwickeln, dass einfach dieses Management intelligenter wird, auch ortsunabhängig wird, cloudbasiertes Management, dass man nicht mehr ins Rechenzentrum fahren muss, um dann sich anzuschließen oder dann auch sich nicht mehr per VPN verbinden muss, was große Sicherheitsrisiken hat, sodass man einfach von überall jederzeit darauf zugreifen kann. Das ist dieses cloud-basierte Arbeiten. Genau, dieses cloud-basierte Management vom Rechenzentrum. Und da eben obendrauf noch intelligente, ja, Funktionen laufen zu lassen, die zum Beispiel ja Festplatten, das ist einfach ein Verschleißteil, das geht irgendwann kaputt nach ein paar Jahren. Und dass da dann proaktiv vorhergesagt werden kann, wann denn irgendwie eine Festplatte ausfallen könnte, damit wir proaktiv unseren Support schon hinschicken können und diese Festplatte austauschen, dass beim Kunden das alles so reibungslos wie möglich läuft. Und gerade in diesem Bereich dieses proaktive, intelligente, automatisierte Vorhersagen Management. und auch Vorhersagen trifft da. Genau, die Vorhersagen. Okay, ja. Simon, danke, dass du dir Zeit dafür genommen hast. War ein sehr aufschlussreiches Interview und ich hoffe, die zukünftigen Studierenden konnten hieraus was lernen. Sehr gerne.